wird der Rat der Stadt Duisburg künftig um eine Fraktion kleiner? Denn 4 von 6 Fraktionsmitgliedern der Partei Die Linke wollen künftig nicht mehr für ihre alte Partei im Rat sitzen. Stattdessen sind 3 von ihnen künftig Teil des Bündnis Sarah Wagenknecht. Darunter auch Erkan Kocala, ein Urgestein der Duisburger Linken. Es gab keinen Weg mehr. Also wir haben alles versucht. Ich habe ja gesagt, also das war sehr schwer für alle, für mich, nach 20 Jahren auszusteigen. Die Abspaltung ist das Resultat einer bereits länger andauernden Debatte rund um die linken Politikerin Sarah Wagenknecht. Besonders ihre Haltung zur Flüchtlingspolitik polarisiert innerhalb der Partei, auch in Duisburg. Eine Entwicklung, die auch Mirse Edes wahrgenommen hat. Ich vermute, dass seit einem Jahr etwas innerhalb der Partei nicht gestimmt hat, weil einige Leute schon im Vorfeld signalisiert haben, dass sie Sympathisanten von Sarah Wagenknecht sind und dass sie auch dementsprechend gut fänden, wenn Sarah Wagenknecht die Partei verlässt und sich eine neue Partei gründet. Solche Stimmen gab es auch und die sind jetzt mittlerweile auch gegangen. Also ich sagte ja schon, vielleicht ist es auch besser für die Partei, weil für uns wird es am Ende sich nichts ändern. Wir bleiben weiterhin eine Fraktion und in dieser Fraktion können wir dann unsere Arbeit weiter fortführen. Insgesamt haben mittlerweile 30 Mitglieder die Partei verlassen. Darunter auch Vorstandsmitglieder wie Annabella Peters und Bezirksvertreter aus Mitte und Walsum. Die Linksfraktion im Rat besteht aktuell nur noch aus Mirse Edes und seiner Kollegin Barbara Lagmann. Um weiterhin den Fraktionsstatus erhalten zu können, hat man sich bereits nach neuen Partnern umgesehen. Wir sind jetzt mit 2 von 6 übergeblieben, aber wir sind optimistisch, dass wir in Zukunft was hinbekommen. Wir haben heute bereits Gespräche geführt. Wir werden eine Fraktion bilden mit einem zusätzlichen, eine Kooperation, eine technische Fraktion bilden, wie das so schön heißt. Mindestens 3, dann ist man eine Fraktion. Das heißt, dann haben wir weiterhin die Rechte, Anträge zu stellen, Redezeiten und Ähnliches mehr. Für die technische Fraktion will man sich mit Matthias Eidens, Ratsherrn für die Partei zusammentun. Also wird der Duisburger Stadtrat künftig sogar um eine Fraktion reicher statt ärmer. Es ist eine tiefe Spaltung, die sich durch die Linksfraktion gezogen hat. Trotzdem herrsche kein böses Blut. Politische Zusammenarbeit sei weiterhin möglich. Wenn die Gruppe Die Linke oder eine Fraktion, ich weiß nicht, ob die eine technische Fraktion irgendwie noch hinbekommen, werden die für uns genauso Ansprechpartner sein. Wir sind nicht mit Streit auseinandergegangen. Wir haben in der Gesamtfraktion wirklich sehr, sehr konstruktiv, aber auch sehr fair miteinander ausgetauscht. Jeder hat dann auch sichtbar gemacht und klar gemacht, wo der hingehört, dass er ausgetreten ist aus der Partei und in der neuen Fraktion mitarbeiten will. Versöhnliche Töne aus beiden Lagern. Dennoch hat die Trennung ihre Spuren hinterlassen. Aber sowohl bei der Linken als auch beim Bündnis Sarah Wagenknecht will man nun den Blick nach vorne richten. In eine Zukunft mit noch vielen Fragezeichen.